Ein Chatbot für die Hosentasche. Klingt erstmal nach Clickbait, soll es aber nicht sein, denn genau das ist es, was ich euch heute zeigen möchte. Wie könnt ihr einen Raspberry Pi benutzen, um einen Chatbot darauf zu installieren, den ihr theoretisch in der Hosentasche mit euch schleppen könnt. Also auf jeden Fall was für die Nerds. Bevor wir mit der Einrichtung des Chatbots auf unserem Raspberry Pi beginnen, was braucht ihr eigentlich, damit ihr das Ganze umsetzen könnt? Zum einen braucht ihr einen Raspberry Pi, ist ja auch irgendwie klar, am besten in der Version 3 oder 4 mit mindestens 2 GB Arbeitsspeicher. Zusätzlich solltet ihr auch eine MicroSD-Karte haben, auf der wird nämlich nachher das Betriebssystem installiert, der Bot und die Daten, die der Bot so sammelt. Außerdem zur Installation ganz praktisch ein Card Reader. Und ihr braucht natürlich auch ein Netzteil, denn ansonsten bekommt der Raspberry Pi keinen Strom. Und solltet ihr kein WLAN nutzen wollen, was ich persönlich zum Beispiel auch nicht mache, sondern das Ganze kabelgebunden am Router oder am Switch verwenden wollen, dann solltet ihr noch ein Netzwerkkabel haben. Ja, und nach einem kurzen Spot würde ich sagen, legen wir auch direkt mit der Installation los. Der heutige Sponsor des Videos ist Owned Pro. Dabei handelt es sich um einen Service, mit dem ihr über ein monatliches Abo zwischen hunderten verschiedenen Designs auswählen und diese mit nur einem Klick installieren könnt. Einfach anmelden, das Plugin für OBS Studio installieren, mit eurem Account verbinden und dann zwischen einer Vielzahl von professionellen Designs auswählen. Jetzt ganz neu sind zusätzlich über 10.000 kostenlose Tracks und über 25.000 kostenlose Musikeffekte durch die Partnerschaft mit Epidemic Sound. Somit ist nicht nur für ein professionelles Aussehen eures Streams gesorgt, sondern auch für geile Musik, die euch keine Urheberrechtsprobleme beschert. Habt ihr Bock? Dann schaut es euch doch einmal an und klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv/ownedpro. Bevor wir unseren Raspberry Pi in Betrieb nehmen, müssen wir auf dieser kleinen Micro-SD-Karte erstmal das Betriebssystem installieren. Ich persönlich nutze davon Raspberry Pi auf der offiziellen Webseite, den Imager. Den könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung finden und dort geht ihr einfach zu Raspberry Pi Imager und ladet das ganze für euer Betriebssystem runter, zum Beispiel Windows, macOS oder Ubuntu. Nachdem ihr den Raspberry Pi Imager dann installiert habt, werdet ihr mit so einer Maske hier begrüßt und dann braucht ihr eigentlich nur noch die SD-Karte in den Card Reader stecken und diesen mit eurem PC verbinden. In der Raspberry Pi Imager Software geht ihr dann hier auf OS wählen, also das Betriebssystem. Hier könnt ihr natürlich wählen, was ihr wollt. Wenn ihr ein anderes Betriebssystem nutzen wollt, als ich es mache, dann müsst ihr wahrscheinlich aber einfach die Befehle, die ich euch zeigen werde, dann dementsprechend anpassen. Ich verwende Ubuntu, dafür gehe ich auf Other General Purpose OS und wähle dann Ubuntu aus. In der Maske werdet ihr mehrere Versionen finden. Ich persönlich nehme gerne eine LTS-Version, denn da gibt es dann auch Updates bis zu 5 Jahre lang. Bei den Non-LTS-Versionen ist dann nach circa 9 Monaten Schluss. Also wähle ich hier auch nicht die Desktop-Variante, sondern Ubuntu Server 2204 LTS, aber in der 64-Bit-Variante. Habt ihr das Ganze ausgewählt, geht ihr dann noch bei SD-Karte auf den Button und dort könnt ihr dann eure angeschlossene SD-Karte auswählen. Das ist hier meine, in diesem Fall mit 16 GB Speicherplatz. Draufklicken, ausgewählt. Und bevor wir nun auf Schreiben klicken, also das Ganze auf die SD-Karte schreiben, gehen wir noch hier auf dieses Zahnrädchen, denn dort sind noch wichtige Optionen, die man setzen sollte. Als allererstes OS-Modifizierungen, dies bitte auf Immer verwenden setzen, damit das Ganze fest geschrieben wird. Dann das Häkchen bei SSH aktivieren setzen, Passwort zur Authentifizierung verwenden. Dann scrollt ihr etwas runter. Das Häkchen für Benutzername und Passwort setzen muss gesetzt sein. Benutzername lassen wir hier einfach auf Pi und ein Passwort vergebt ihr, je nachdem, wie ihr lustig seid. Ihr solltet es euch einfach nur merken, denn das brauchen wir gleich. Wollt ihr anstatt einer kabelgebundenen LAN-Verbindung WLAN nutzen, könnt ihr hier noch das Häkchen setzen für Wi-Fi einrichten und dann die Zugangsdaten für das Wi-Fi angeben. Habt ihr alles getätigt, geht ihr auf Speichern und dann auf Schreiben. Nun werdet ihr nochmal gefragt, ob ihr das wirklich machen wollt, denn es werden alle Daten auf der SD-Karte überschrieben. Da bitte aufpassen, sollten da noch Daten drauf sein, die ihr benötigt, vorher ein Backup ziehen. Dann mit Ja das Ganze bestätigen und schon beginnt der Pi-Imager auch schon mit dem Beschreiben der SD-Karte. Das Ganze kann schon ein paar Minuten dauern, aber dann solltet ihr mit der Erfolgsnachricht hier begrüßt werden, dass alles fertig geschrieben wurde. Ihr könnt dann auf Weiter klicken und könnt die SD-Karte aus dem Card-Reader ziehen. Dann in den Raspberry Pi stecken, den Raspberry Pi per Netzwerkkabel in Router oder Switch und dann nur das Stromkabel an den Raspberry Pi. Dieser startet nun, das dauert dann auch einen kleinen Moment und nach ein paar Minuten können wir dann weitermachen.
Ihr loggt euch dann als nächstes bei eurem Router ein und dort gibt es meistens eine Übersicht über alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind, sowie die dazugehörigen IP-Adressen. Unter anderem wird bei mir jetzt hier zum Beispiel Ubuntu angezeigt. Das ist mein Raspberry Pi mit der 170 am Ende. Diese IP-Adresse, die ist wichtig, die brauchen wir gleich. Aber zusätzlich brauchen wir auch ein kleines Tool, um uns per SSH auf den Raspberry Pi zu verbinden. Und zwar würde ich euch PuTTY empfehlen. Das ist ein kleiner SSH-Client. Den Link dazu habe ich euch unten auch in die Videobeschreibung gepackt. Dort ladet ihr euch einfach die neueste Version herunter. PuTTY 64-Bit-Installer. Installiert das Ganze dann und dann können wir uns auch schon verbinden und einrichten. Nach der Installation von PuTTY einfach diese IP-Adresse kopieren. Dann bei PuTTY bei Hostname die IP-Adresse eingeben. Das Ganze muss auf SSH stehen, ist es standardmäßig Port 22. Und dann klickt ihr einfach auf Open. Es öffnet sich dann ein kleines Terminal und hier werdet ihr nochmal gefragt, ob ihr das Ganze erlauben wollt. Mit Accept geht's dann weiter. Und nun werden wir erstmal jede Menge Spaß haben auf der Shell. Und zwar müsst ihr jetzt erstmal den Benutzernamen eingeben. Das habt ihr bei dem Flashen der SD-Karte angegeben. Standardmäßig Pi, dann Enter. Und dann das Passwort, was ihr vergeben habt. Und dann wieder Enter. Und schon verbindet ihr euch per SSH, also Fernzugriff, auf euren Raspberry Pi. Und könnt dort jetzt auf der Kommandozeile eigentlich alles machen, was ihr braucht. Damit auch wirklich alle Pakete up-to-date sind, installieren wir erstmal die neuesten Updates. Das macht ihr mit sudo apt get update, dann Enter. Ihr müsst einmal das Passwort nochmal für euren Pi-Benutzer eingeben, damit er per sudo das Ganze ausführen kann. Es werden dann alle Pakete durchsucht und geschaut, wo die neuesten Updates sind. Ist das Ganze durchgelaufen, gebt ihr nur noch sudo apt-get upgrade ein. Dann wird euch aufgezeigt, was alles geupdatet werden kann und dort am Ende steht dann Do you want to continue, also Y oder N. Da gebt ihr dann ein Y ein, drückt Enter und schon werden die Updates installiert. Ab und zu kann es vorkommen, dass so ein kleines Pop-up-Fenster kommt. Da könnt ihr einfach mit Tab einmal auf OK tabben, dann Enter drücken und das Ganze geht weiter. Werdet ihr dann wieder mit Pi at Ubuntu begrüßt, dann könnt ihr weitermachen. Und das nächste, was wir nun tun müssen, ist zu schauen, ob Java installiert ist und unzip. Das heißt als allererstes einmal sudo apt get install unzip, Enter. Dann wird auch schon unzip installiert. Hier dann auch wieder tabben, bis ihr auf OK seid, Enter drücken. Und ist das durchgelaufen, brauchen wir nur noch prüfen, ob Java auf dem System vorhanden ist. Java minus Version. Dann seht ihr, oh, ist nicht installiert, not found. Kann aber installiert werden. Hier seht ihr die Installationsbefehle und wir brauchen OpenJDK 11. Das heißt, diesen Befehl, den kopieren wir einmal, das Ganze markieren mit der Maus, bitte nicht STRG und C drücken, einfach nur markieren und dann mit Rechtsklick hier unten hindrücken, dann wird das Ganze schon eingefügt, Enter und dann werdet ihr gefragt, ob ihr das wirklich installieren wollt. Natürlich Y eingeben, Enter und schon wird Java auf dem System zusätzlich installiert. Auch hier kommt wieder ein Pop-up, da einfach tabben auf OK und Enter drücken und dann sollte die Installation von Java an sich auch abgeschlossen sein. Der nächste Schritt wäre nun, dass wir einen Benutzer und eine Gruppe auf dem Linux-System einrichten, einfach aus Sicherheitsgründen, damit wir nicht mit dem Pi oder einem Sudo-User arbeiten. Dafür zunächst erstmal sudo, dann Leerzeichen add group, Leerzeichen phantombot, Enter und als nächstes noch einen Benutzer anlegen mit sudo add user phantombot, Leerzeichen minus minus, also zwei Bindestriche in group. Und hier dann phantombot, Enter. Dadurch wird ein Benutzer in der Gruppe phantombot mit dem Namen phantombot angelegt. Ihr werdet nun nach einem Passwort gefragt, das ihr vergeben wollt für diesen Benutzer. Bitte auch merken und dort eins vergeben. Dann mit Enter bestätigen, das Passwort nochmal eingeben, wieder mit Enter bestätigen. Und dann kommt so eine Abfrage mit Fullname. Da einfach Enter drücken, nochmal Enter, nochmal Enter, nochmal Enter, nochmal Enter. Bis dann das Ganze hier kommt mit Is the information correct? Y eingeben, Enter und der Benutzer wurde auch angelegt. Im nächsten Schritt wollen wir nun auf diesen Benutzer wechseln und dort auch in das Home-Verzeichnis gehen. Das heißt, was ihr eingebt, ist sudo Leerzeichen su Leerzeichen phantombot, dann Enter und schon seid ihr als phantombot angemeldet. Wenn ihr dann cd für change directory eingebt, Leerzeichen und dann so eine Tilde, Enter, kommt ihr in das Home-Verzeichnis des phantombot-Benutzers.
Jetzt wollen wir als nächstes auch PhantomBot herunterladen, das heißt den Quellcode, den wir dann ausführen, beziehungsweise ja, den fertigen Chatbot. Dafür müsst ihr eigentlich nur auf die GitHub-Seite von PhantomBot wechseln, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, und dort auf der rechten Seite auf Releases. Dann einfach bei dem neuesten Release, bei mir im Video die 3.6.2.6, runterscrollen, bis ihr zu den Assets kommt, und dort wollen wir uns einmal die normale ZIP-Datei herunterladen. Rechtsklick, dann Adresse des Links kopieren. Dann geht ihr einfach wieder zu eurem Putty-Fenster, gebt wget, Leerzeichen und dann rechter Mausklick ein, Enter, und schon wird die ZIP-Datei in dem Home-Verzeichnis des PhantomBot-Users heruntergeladen. Gebt ihr nun unzip ein und dann Leerzeichen und dann großes P, kleines H und mit Tab das Ganze nochmal vervollständigen, wird hier auch automatisch PhantomBot 3626.zip angezeigt. Enter. Die ZIP-Datei wird nun entpackt und dann können wir auch gleich schon weitermachen. Was wir nämlich jetzt machen wollen, ist, dass wir einmal diesen Ordner, der generiert worden ist, umbenennen. Das heißt, wenn ihr ls -al eingebt, seht ihr, was alles aktuell in dem Verzeichnis drin ist. Und dort seht ihr, dass das Ganze in die PhantomBot-3626 entpackt wurde. Ist ein bisschen doof mit solchen Nummern im Ordnernamen. Das heißt, wir geben einmal mv für move ein, dann phantom, tabben, dann wird das verauto vollständigt, Leerzeichen und dann klein geschrieben PhantomBot. Enter. Wenn ihr dann wieder ls -al eingebt, seht ihr, dass der Ordner nun einfach nur noch PhantomBot heißt. Ihr wechselt nun in das Verzeichnis von PhantomBot, also cd, Leerzeichen, fan und dann tabben wieder, Enter, dann seid ihr in dem Verzeichnis von PhantomBot und dort müssen wir dem Ganzen nun noch ein paar Rechte geben, nämlich damit die Dateien ausführbar sind. Dafür einfach chmod, also changemod, Leerzeichen u plus x, Leerzeichen Punkt slash lau, tabben, Punkt sh, dann nochmal ein Leerzeichen, ganz wichtig, die Leerzeichen dazwischen, Punkt slash nochmal lau, Bindestrich, nochmal tabben, geht nicht, ihr müsst hier service.sh haben. Als nächstes gibt ihr noch Punkt slash java minus runtime, minus Linux slash bin slash Java ein und dann drückt ihr einfach nur noch Enter. Jetzt werden die Rechte richtig gesetzt und wenn ihr mit ls minus al nachschaut, seht ihr, dass wir ein Executable Flag haben für Launch SH und Launch Service SH. Und was macht man, wenn die Sachen executable sind? Ja, man führt sie aus. Das heißt, ihr gebt jetzt nur noch Punkt slash launch .sh ein, drückt Enter und der PhantomBot wird das erste Mal gestartet und fragt euch nun bestimmte Dinge ab. Zum Beispiel, please enter the bot's Twitch Username, also mit welchem Benutzernamen soll der Bot im Chat schreiben, da braucht ihr natürlich einen Account für. Mein zweiter Twitch-Account, den ich erstellt habe, ist NilssonBot, also gebe ich hier NilssonBot ein. Dann Enter, dann einmal den Channel, in den der Chatbot joinen soll, also euren Kanalnamen, Nilsson1489. Wieder Enter. Und nun könnt ihr noch einen Benutzernamen vergeben, mit dem ihr auf das Web-Dashboard im Browser zugreifen könnt. Da nehme ich einfach mal nur Nilsson. Enter. Jetzt müsst ihr noch ein Passwort vergeben für dieses Web-Dashboard. Da sucht ihr euch am besten ein schickes Passwort aus, was ihr euch auch merken könnt. So, und schon startet der Chatbot. Und ihr bekommt jetzt hier ganz viele Warnmeldungen. Das liegt einfach daran, weil der Chatbot noch keine Tokens hat, um auf eure Twitch-Accounts zuzugreifen. Und die müssen wir nun vergeben. Das ist ein kleiner Prozess im Browser. Ihr habt ja noch die IP-Adresse, die euer Raspberry Pi hat. Die braucht ihr nun und dann wechselt ihr einmal in den Browser. Im Browser gebt ihr dann einfach die IP eures Raspberry Pi ein und dann Doppelpunkt 25.000 am Ende, Enter, dann bekommt ihr so eine Sicherheitswarnung, da könnt ihr einfach auf Erweitert klicken und Weiter und schon bekommt ihr so ein Dashboard. Hier wollt ihr jetzt als allererstes das OAuth-Setup durchlaufen, damit der Bot auch die richtigen Rechte hat. Das heißt einmal auf OAuth-Setup, dann bekommt ihr eine Login-Maske, hier loggt ihr euch mit dem Web Username und Web-Passwort ein, was ihr eben gerade auf der Shell vergeben habt. Habt ihr das getan, kommt hier auch schon die Anleitung, wie ihr nun die Tokens richtig vergebt. Wir machen das jetzt ohne die Anleitung, das ist im Endeffekt relativ simpel. Ihr klickt einfach hier auf Twitch Developer Portal, dann kommt ihr auf das Entwicklerportal von Twitch, dort geht ihr auf Login with Twitch oben rechts, loggt euch mit eurem Twitch-Account ein, mit eurem Hauptaccount, autorisieren. Als nächstes geht ihr oben rechts auf Your Console, dann auf Anwendungen und dort klickt ihr dann auf Deine Anwendung registrieren. Ihr vergebt dem Ganzen einen Namen, zum Beispiel PhantomBot
Tutorial 2. Und ihr müsst hier nun eine OAuth Redirect URL eingeben. Wenn ihr einmal auf den Tab wechselt von PhantomBot, wird euch das Ganze hier auch schon angezeigt. Das könnt ihr so kopieren und dort einfach einfügen. Dann auf Hinzufügen klicken, als Kategorie noch Chatbot auswählen und dann unseren Recapture ausfüllen. Habt ihr das getan, bekommt ihr hier eure Anwendung angezeigt und klickt einfach auf Verwalten. Bei Verwalten solltet ihr nun eine Client-ID sehen. Die einmal kopieren mit STRG und C und dann auf dem PhantomBot-Tab wechseln und bei Client-ID eingeben. Als nächstes wieder zu dem anderen Tab wechseln, auf Neues Geheimnis klicken, oben das Pop-up mit OK bestätigen und dann unten auch den Secret kopieren. Diesen Secret dann hier unten bei Client Secret eingeben und dann seht ihr hier so eine kleine Diskette, da klickt ihr drauf und schon wird das Ganze gespeichert. Tokens sind auf jeden Fall schon mal drin. Wir müssen jetzt noch OAuth-Tokens generieren, das heißt einmal für den Chatbot und einmal für den Broadcaster. Klickt am besten erstmal auf Twitch Broadcaster. Dann öffnet sich hier so eine Abfragemaske und da wird gefragt, ob denn der PhantomBot auf euren Account zugreifen darf. Ja, autorisieren, sonst funktioniert der Bot nicht. Ihr kommt dann wieder auf diese Übersichtsseite, klickt dann noch auf Connect with TwitchBot. Jetzt wird hier wieder der gleiche Account angezeigt. Das wäre dann aber falsch, denn ihr habt ja einen anderen Account, also klickt ihr auf Das bist nicht du, abmelden. Bei der Anmeldemaske meldet ihr euch dann mit eurem Bot-Account an und bekommt dann wieder so eine Abfragemaske, wo ihr auch wieder auf Autorisieren klickt. Und das war's dann eigentlich schon. Ihr habt nun die OAuth-Tokens korrekt gesetzt. Ihr könnt jetzt einfach hier oben auf PhantomBot klicken, dann kommt ihr wieder auf die Übersichtsseite und dort könnt ihr theoretisch auch auf PhantomBot Control Panel gehen. Das ist nachher das Dashboard. Hier bekommt ihr jetzt noch eine Anzeige, dass jetzt automatisch noch gewartet wird und gleich connectet sich der PhantomBot mit eurem Chat. Öffnet ihr PuTTY dazu, seht ihr auch den aktuellen Fortschritt. Validated Twitch API OAuth Token, das heißt aktuell ist er gerade am Validieren mit den Tokens, den ihr vergeben habt. Und nach kurzer Zeit rattert es dann auch schon in der Konsole durch. Wenn ihr dann im Browser wieder auf OK klickt, dann seht ihr, dass nun das Dashboard geladen wird. Und schon habt ihr Zugriff zu allen Funktionen des PhantomBots. Aber Moment, jetzt haben wir den ja per Hand gestartet auf der Konsole. Das heißt, wenn ich den jetzt runterfahre, den Raspberry Pi, und wieder hochfahre, dann läuft mein PhantomBot nicht mehr. Das wollen wir natürlich auch noch fixen. Das heißt, einen Autostart einfügen. Und dafür gehen wir einmal zurück in PuTTY. Das heißt, wir beenden nun einmal den Chatbot mit STRG und C. Dann seht ihr auch in der Kommandozeile, dass nun der Bot runtergefahren wird. Waiting for everything else to shut down. Und schon ist der Bot heruntergefahren. Wir verlassen nun den Benutzer PhantomBot, das heißt mit Exit und Enter gehen wir wieder raus und erstellen dann eine neue Datei mit sudo Leerzeichen vi Leerzeichen etc, dann systemd, dann system, dann PhantomBot.service und Enter, öffnen wir eine neue Datei, einmal das Passwort eingeben für den Pi-Nutzer, also den Pi-Nutzer. Und schon seid ihr in VI, also Vim. Einmal I drücken auf der Tastatur, dann wechselt hier unten der Status zu Insert. Und unter dem Video habe ich euch eine Autostart-Dokumentdatei verlinkt für Google Drive. Dort einfach den ganzen Text aus dieser Datei rauskopieren und dann hier in dem Fenster Rechtsklick drücken. Das Ganze sieht dann wie hier zu sehen aus. So muss es aussehen, ganz wichtig. Ihr drückt dann nur noch Escape auf der Tastatur. Dann Doppelpunkt, W und Q, Enter und schon wird die Datei geschrieben und gespeichert. Nun müssen wir den Daemon einmal neu starten, das heißt sudo systemctl daemon-reload. Danach noch unseren Autostart aktivieren, sudo systemctl enable PhantomBot und dann nur noch das Ganze in die visudo-Datei eintragen. Das heißt sudo wie sudo, Enter, ihr kommt dann in diese Datei, da geht ihr einfach einmal mit dem Cursor nach ganz unten, das heißt der Pfeiltaste, bis ihr mit diesem grünen ganz unten in der letzten Zeile seid. Dann habe ich euch eine zweite Datei im Google Drive verlinkt, die nennt sich wie sudo, die einfach öffnen und den gesamten Inhalt daraus kopieren und dann wieder hier in PuTTY Rechtsklick machen. Das Ganze sieht dann wie hier zu sehen aus und dann müsst ihr eigentlich nur noch STRG und X drücken. Dann STRG und Y, dann kommt so eine Abfrage hier, File Name to Write, einmal mit Enter bestätigen, das Ganze wird geschrieben, fertig.
Wir wechseln jetzt einfach wieder in den PhantomBot-Benutzer. Sudo Leerzeichen SU PhantomBot. Enter. Und dort können wir das Ganze nun testen. Mit sudo systemctl status PhantomBot müsstet ihr nun sehen, ob das Ganze läuft. Läuft nicht. Also geben wir ein sudo systemctl start PhantomBot. Enter und dann das Ganze nochmal. Da könnt ihr die Pfeiltaste nach oben drücken, zweimal. Dann kommt der Befehl mit Status. Nochmal Enter und ihr seht, ja cool, jetzt läuft der PhantomBot im Hintergrund einfach durch. Wenn ihr nun Steuerung C drückt, kommt ihr ganz normal wieder in die Eingabe und ihr wisst, dass der Autostart nun auch erfolgreich eingerichtet ist und der PhantomBot automatisch startet. Ob das Ganze erfolgreich war, seht ihr, wenn ihr wieder in den Browser wechselt, in die Web-Oberfläche und einfach mal F5 drückt, um das Ganze neu zu laden. Wenn ihr dann mit dem Dashboard begrüßt werdet, dann hat das geklappt und ihr könntet den PhantomBot nun theoretisch, also den Raspberry Pi, vom Strom trennen und irgendwie irgendwo wieder anklemmen, mit eurem Netzwerk verbinden und schon ist das Ganze nach ein paar Minuten wieder verfügbar. Der PhantomBot startet nun automatisch, wenn der Raspberry Pi hochfährt. Ja, und schon habt ihr euren Chatbot für die Hosentasche. War ein bisschen gefrickelt, aber so ein bisschen Nerdkram kann auch mal Spaß machen. Solltet ihr generell Interesse an Chatbots haben, dann würde ich euch vielleicht nochmal dieses Video empfehlen. Dort stelle ich meinen Lieblings-Chatbot für Twitch vor. Vielleicht kann man den ja in Zukunft auch nochmal auf einem Raspberry Pi installieren. Wer weiß. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.